Während einer Hausbootfahrt auf dem Rhein-Marne-Kanal sollte Saverne ein Fixpunkt sein. Seit dem 4. Jahrhundert ist Saverne als römische Militärstation bekannt, gelegen am Zaberner Steig, bei dem die Römerstraße Straßburg-Metz die Vogesen an einer Engstelle passiert. Heute ist Saverne ein kleines, überschaubares Städtchen, für das es sich lohnt, einen Tag einzuplanen. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit ist das 1790 erbaute Schloss Rohan mit seiner 140 Meter langen klassizistischen Fassade aus rotem Sandstein. Das alte Schloss ist ein Rest des 1779 abgebrannten Vorgängerbaus von 1670. Die ehemalige Stiftskirche Notre Dame wurde im 12. Jahrhundert erbaut, doch davon später. Nach einer Legende soll das savernische Wasser von einem Einhorn geheiligt sein und über heilende Kräfte verfügen. Spannend ist der Spaziergang durch die Fußgängerzone mit den typischen alten Fachwerkhäusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das Haus Katz ist eines der schönsten Fachwerkhäuser im Elsass mit seinen zahlreichen Schnitzereien. Errichtet wurde das Fachwerkhaus 1605 von einem Geldeintreiber des Bischofs. Die Kirche Notre Dame wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Am Kircheneingang findet sich ein altertümliches Eichmaß, das die Länge des auf der Zorn zu flößenden Holzes bestimmte.
Die ältesten Teile der romanischen Kirche sind der Glockenturm und ein Großteil der Außenwände. Aus der Zeit Ende des 15. Jahrhunderts gehört die Muttergottesstadion mit dem Jesuskind. Die Orgel auf der Westempore von Sebastian Krämer aus dem Jahre 1784 ist eine Stilmischung aus Neoklassizismus und Rokoko.